Im Lingener Rathaus ging es diesmal um archäologische Funde im Bereich des Laxtener Esch. Der erste Stadtrat, Dr. Ralf Bühring, erläuterte den Grund für die Untersuchung des rund 12 Hektar großen Geländes gegenüber der Hedon-Klinik. Den Auftrag für die Ausgrabung habe man seinerzeit vor dem Hintergrund vergeben, dass hier auf dem Laxtener Esch die neue Emsland-Arena gebaut werden sollte. Die Bezirksarchäologin des Landesamtes für Denkmalpflege, Dr. Jana Ester Fries, erklärte, dass man sich auf dem Laxtener Eschboden für eine archäologische Erkundung entschieden hatte, weil die Eschfläche fast durchgängig bis zu 150 cm stark gewesen sei. Man hätte mit einer 2 Meter breiten und glatten Baggerschaufel in den Boden hineingegraben, um möglichst wenig zu zerstören. Erste Urnenfundstücke, datiert aus der späten Bronze-Eisenzeit, etwa 600 vor Christi, hätten gezeigt, dass man mit seinen Vermutungen auf dem richtigen Wege sei. Obwohl im Moment nur die Oberfläche angekratzt worden sei, stehe fest, dass der Laxtener Esch viele Schätze berge, unter anderem ein großes Gräberfeld, mehrere Urnengräber, den Verlauf einer alten Straße und Großsteingräber. Sogar eine mittelalterliche Siedlung hätte man bislang erkennen können. Man habe erst einmal tief Luft holen müssen, als die gefundenen Schätze begutachtet wurden. So etwas hatte man in dieser Region noch nicht erlebt. Im Anschluss an die Grabungen habe man dann die Fläche wieder eingeebnet, weil so die Befunde am besten geschützt seien. Dr. Bühring und der Leiter der Wirtschaftsförderung Helmut Höke betonten, dass die Fläche wieder landwirtschaftlich genutzt werde. Aber man natürlich auch weiterhin daran arbeite, hier Gewerbe anzusiedeln.